entscheidest selber über deine Zeit und wie du die Zeit einsetzt. Bei mir ist es genau gleich. Ich habe einen grossen Teil von Sachen, wo ich einfach, ich muss die machen. Wenn ich die nicht mache, hat es Konsequenzen. So wie bei dir, wenn du nicht arbeiten gehst, hast du keinen Zahltag und so weiter. Also wir sind nicht hundertprozentig frei, es ist nicht das totale Wunschkonzert, auch wenn du in der Schule bist oder Prüfung hast, selber oder dieses oder jenes. Aber am Ende des Tages, wenn du vor Gott stehst und dein Leben zurückgibst, dann wirst du nicht können sagen, Gott, ich habe keine Zeit gehabt. Er wird dir sagen, ich habe dir 24 Stunden gegeben, jeden Tag, was hast du damit gemacht? Sind die einfach in den Händen zerbröselt? Und andere wieder sagen, hey, ich habe dir 24 Stunden gegeben und du hast so viel daraus gemacht. Wir wissen ja von den ersten Christen und dort, wo das Erweckungsgebiet hat, aber von den ersten Christen wissen wir es ganz genau. Die haben sich am Morgen früh meistens am Fluss versammelt, wenn es einen Fluss hatte. Und dort sind sie ins Gebet gegangen. Am Morgen früh, wo es noch dunkel war. Sind die früh aufgestanden und haben Gemeinschaft gesucht, wie sie sich so reingezogen hat. Und nachher sind sie Sklaven den ganzen Tag. Haben ihrem Herrn gedient. Sklaven gewesen. Und dann sind sie schlafen als Sklaven und am Morgen sind sie frei verwacht. Und sie mit ihren Geschwistern sind zusammengekommen, haben sich getroffen am Fluss und haben gebetet. Vielleicht 2-3 Stunden. Und nachher sind sie wieder Sklaven gewesen den ganzen Tag. Wer ist jetzt freier da? Der oder mir? Der ist frei, weil der ist im Geist frei. Weil er hat das Maximum rausgeholt. Und darum will ich dir sagen, ja, du hast Zeit für die Fürbitte, weil, und jetzt komme ich an den Anfang zurück zu dieser Frage, hast du Zeit? Weil Gebet ist Beziehung. Und ich habe vor allem für die Leute Zeit, wo ich auch gerne Beziehung habe. Denen sage ich immer, ja, natürlich habe ich Zeit. Ich habe immer Zeit für dich, ich bin geboren für das. Ich habe Zeit für dich. Das haben sie von mir schon oft gehört, wenn ich mich gefragt habe, hey, hast du Zeit? Ich sage, natürlich habe ich Zeit. Logisch habe ich Zeit. Wieso habe ich Zeit? Weil du mir wichtig bist. Darum habe ich Zeit. Und so ist es auch mit dem Gebet. Gebet ist Beziehung. Und wenn Gebet Beziehung ist, wenn es dann wirklich auch das ist, dann finden wir auch Zeit ins Gebet. Und das Gebet ist umkämpft, das weiss ich von mir selber. Zeit mit Gott ist umkämpft, das weiss ich von mir selber. Alles andere wäre nicht wahr. Wir müssen uns immer wieder aufmachen. Aber letztendlich ist es eben nicht so, dass Gebet Zeit mit Gott umkämpft ist, sondern was ist umkämpft? Beziehung ist umkämpft. Oder? Beziehung zu Jesus ist umkämpft. Aber wenn die Beziehung hart ist, dann bist du im Gebet. Amen. Und darum, Leute, und das ist schon ein Vorgeschmack, darum ist es Jesus so wichtig, dass wir ihn bitten. Hast du dich vielleicht auch schon gefragt, wieso sollen wir ihn bitten, wenn er eh schon weiss, was wir brauchen? Oder? Gott weiss ja, was wir brauchen. Er kennt ja unser Elend. Er weiss, wo wir hocken. Aber warum möchte er gleich, dass wir ihn immer wieder bitten und zu ihm kommen? Einfache Antwort: wegen der Beziehung. Weil Gebet ist Beziehung. Und indem, dass ich in der Fürbitte im Gebet bin, bin ich in einem intensiven Austausch mit Jesus. Ich bin in seinem Blutkreislauf angeschlossen. Amen. Amen. Macht Sinn? Hast du Zeit für Fürbitte? Ja. Ja. Hast du sie schon freigesetzt, die Zeit? Ja. Teilweise, hä? Ist es möglich? Ja. Jawohl. Amen. Kommen wir zum nächsten Thema. Gebet oder sagen wir Fürbitte und Anbetung sind zwei Schwestern, oder? Das habe ich euch gesagt, ganz eingangs. Anbetung kommt selten ohne ihre Schwester Fürbitte. Und Fürbitte führt automatisch zu der Schwester Anbetung. Amen. Amen. Jetzt gibt es aber noch eine kleine Schwester von diesen zwei. Und die kleine Schwester von Anbetung und Fürbitte ist ganz schüch. Das ist eine schüche Schwester. Die kommt eigentlich selten vor, hat sie ihr Köpfchen vor und schaut, ist alles in Ordnung, sind meine grossen Schwestern schon da? Haben sie da den Platz schon geklärt und so? Und wenn die grossen Schwestern schon da sind, dann kommt die kleine Schwester führen. Und das ist eben die Erweckung. Anbetung und Fürbitte haben eine kleine Schwester und die heisst Erweckung. Und die kommt erst führen, wenn Anbetung und Fürbitte schon da sind. Und du kannst dir die Mühe machen und du kannst Erweckungsgeschichten lesen. Und du wirst feststellen, in jeder einzelnen Erweckungsgeschichte, die es gegeben hat auf dieser Welt bis heute, sind Männer und Frauen vom Heiligen Geist in die Fürbitte hineingezogen worden. Und zwar zuallererst alleine. Es ist etwas ganz, ganz Privates. Der Heilige Geist zieht
Männer, Frauen, Kinder in die Fürbitte und aus dem Kämmerli raus, weil sie eben wahrscheinlich dann auch redet mit anderen darüber, weil das einen Duft verbreitet, wächst der Kern der Fürbitter. Und das fängt an heizen und Anbetung ist da und Fürbitte ist da. Und wer kommt dann führen? Die kleine Schwester der Erweckung. Aber dann ist gut. Amen. Die kleine Schwester der Erweckung wirst du nie sehen, wenn du nicht vorher die zwei älteren Schwestern willkommen heisst. Halleluja. Amen. Ich komme zum nächsten Punkt. Ganz ein wichtiger. Warum sind wir so wenig in der Fürbitte drin? Der Jakobus sagt deutlich, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Jakobus 4,2. Das ist seine Analyse. Er schaut auf uns und sagt, er schaut auf uns oder auf andere und sagt, ich schaue euch an, aber ich muss euch sagen, ihr habt nicht. Der Grund ist, weil ihr nicht bittet. Und ich sehe zwei grundsätzliche Hindernisse von der Fürbitte in unserem Leben. In meinem Leben, sehr wahrscheinlich auch in deinem Leben. Und das erste Hindernis ist mangelnde Beziehung. Also, wir alle würden sagen, wir lieben Jesus. Oder? Aber auch was sieht man denn, ob einer Jesus liebt? Was ist denn das Merkmal von einer Liebe zu Jesus? Was sind es? Taten. Taten, 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 Taten. Taten, 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 Taten. Und Taten, 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 Taten. Deine Liebe zu Jesus kannst du einzig und alleine an deinen Taten messen. Amen. Der David Watson, das Video, das ich euch verlinkt habe, wo ich hoffe, dass es schaut, ist halt auf Englisch, lasst es übersetzen. David Watson, 250 Millionen Taufte. Eigentlich, so stelle ich mir den Paulus vor, unglaublich, wenn du den anschaust. Ich dachte, ey, mich freut es, wenn ich den schaue. Der hat unter anderem gesagt, die Liebessprache von Gott ist Love and Mercy auf Deutsch, Liebe und Barmherzigkeit. Das ist seine Liebessprache. Wenn er mit mir redet, dann liebt er mich und hat Barmherzigkeit, oder? Aber jetzt ist die Frage, kann ich dann Gott Barmherzigkeit zurückgeben? Kann ich, kann ich mit ihm barmherzig sein? Nein, geht nicht, oder? Ich kann ihn nur lieben, indem ich seine Gebote halte. Und das ist genau das, was Jesus sagt. Deine Liebe siehst du daran, ob du Gebot von Jesus haltest. Also was ist Glauben? Taten, 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 Taten. Amen. Wenn wir es mal zusammen sagen. Was ist Glauben? Taten, 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 Taten. Können wir es nochmal sagen? Was ist Glauben? Taten, 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 Taten. Hey, ist es wirklich, ist es gefallen? Weil es ist eine riesen Irrlehre, dass wir meinen da, wir meinen, so sind wir zum Glauben gekommen, wir glauben uns in den Himmel schauen. Glauben, und auch wenn das jetzt abstreitisch, Glauben im Durchschnittschrist heutzutage, da bei uns, da in Mitteleuropa, ist, ich glaube das Richtige und ich glaube es fest und ich glaube es. Und that's it. Null Taten. Nur Glauben. Aber was, das ist kein Glauben, Leute. Wir haben den Jakobusbrief, sind wir am Studieren in der Family. Und dann Anita hat dann gesagt, ich habe gesagt, weißt du, sie haben gefragt, ja, wer hat den geschrieben? Ich sagte, das war der Bruder von Jesus. Und der Bruder von Jesus, der hat so dicke Knie gehabt, wie ein Kamel. Haben sie wahrscheinlich auch einen Spitznamen gegeben, das Kamel kommt. Vielleicht haben sie es auch nicht gesagt, weil sie Respekt hatten. Aber der hat so dicke Knie gehabt, weil er immer im Tempel am Beten war. Das ist der Bruder von Jesus. Und das ist der Jakobus. Und der Jakobus, der hat den Brief geschrieben, wo er den Namen Jesus nicht einmal erwähnt, sein Bruder. Aber er sagt nur eine Sache, dein Glaube ist tot, wenn du nicht Taten hast. Amen. Und dann kommen all die lieben Theologen und sagen, ja, wir sind das Glauben gerettet. Vergiss es gar nicht, bist gerettet. Niemals bist gerettet. Du bist gerettet durch das Blut von Jesus Christus, gerechtfertigt durch das, was Gott für dich gemacht hat. Das kannst du nicht machen, ich auch nicht. Aber deine Rechtfertigung, dein Glauben, den sieht man an deinen Taten. Und an deinen Taten wirst du gemessen werden. Amen? Das ist im Fall wirklich ein riesen Problem. Also mangelnde Beziehung ist noch nachvollziehbar. Das reisst uns aus dem Gebet raus. Aber es reisst uns auch aus dem Gebet raus, dass wir meinen, Glauben sei irgend, wir glauben jetzt das Richtige.
Wir glauben jetzt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das machen die Dämonen auch, sagt Jakobus. Aber sie beten nicht, sie machen kein Fürbit. Das ist der Unterschied. Fürbit ist eine Tat. Amen. Also was ist Glauben? Taten, 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 Taten. Und alle anderen Theologien klicken es weg. Kein Mensch, ihr werdet enttäuscht sein, weil ihr werdet Leute, die meinen, sie hätten jetzt das ganze Leben lang das Richtige geglaubt, werden nicht erscheinen. Und andere werden erscheinen, weil sie das Richtige gemacht haben. Im Blick auf Jesus Christus. Der Abraham ist durch den Glauben gerechtfertigt gewesen, stimmt's? Hat er fest an Jesus geglaubt? Nein. Wie hat sich denn sein Glauben gezeigt? Taten, 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 Taten. Ja? Also, und wie wird das vertrüllt? Ja, durch den Glauben. Ja, wir glauben. Oh, könnt richtig in Fahrt kommen. Ist der Punkt gelandet? Taten, 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 Taten. Ich sprich zu mir selber. Ich brauche Taten. Und dort, wo es Erweckung hat, dort ist der Glaube ist eine Tat. Und zwar, Glauben sind Taten aus Liebe zu Gott. Die ist so ein bisschen die kürzeste Definition, die mir in den Sinn gekommen ist. Ganz ein wichtiger Punkt. Jetzt komme ich zum weiteren Punkt. Und das ist eine Frage, die ihr aufgeworfen habt. Ganz am Anfang haben wir gesammelt. Ist die Frage gekommen, wie lange soll ich beten? Wie weiss ich, dass der Himmel in Bewegung ist? Soll ich flehen, einmal beten oder immer beten? Das ist wirklich eine gute Frage. Wie lange soll ich beten? Und die Frage möchte ich sehr, sehr gerne wieder in Gruppen hineinspielen. Gut. Ich hoffe, ihr habt ein paar Nuggets aufgeschnappt. Mich würde es auch wieder wundern, was so die Antworten sind. Wir öffnen es kurz und Danette hat wieder das Mic. Was ist in eurer Gruppe gesagt worden? Wer mag es erzählen? Ausplaudern sozusagen. Wie lange soll man beten? Das ist doch eine gute Frage, oder? Also wir haben jetzt so ein bisschen gesagt, oh ja, also wir haben jetzt so ein bisschen gesagt, ständig. Also es ist sicher wichtig, am Morgen und am Abend so die stille Zeit zu haben, aber wenn man durch den Tag ständig so mit Gott redet und connected bleibt, ja, bleibt man ständig im Gebet. Ich weiß nicht. Ja. Mega. Danke vielmals, sehr stark. Hat es einmal eine Stimme? Wir haben zum Beispiel auch gesagt, du kannst beten, bis der Friede von Gott kommt. Also bis du entweder Antworten hast, eine Tat weißt, einfach merkst, mal, jetzt ist es angekommen. Ja. Genau. Und du solltest nicht zu lang beten, weil Jesus sagt, mach nicht zu viel. Also nicht, was heisst nicht zu lang, sondern nicht zu viele Worte machen. Hey, ihr sind, also entweder sind ihr gut oder ich bin gut, weil das sind Bibel. Genau die beiden Punkte. Oh, das steht einfach in der Bibel und wir haben beide das gleiche Buch gelesen. Mhm. Gibst du noch mal eine Stimme? Also ich will sehr ermutigen, auch wenn man regelmäßig betet, es gibt Zeiten, wo man sich wie abgeschnitten fühlt, wo wie trocken ist. Und Gott ehrt total, wenn wir dann einfach sagen, und ich will. Und ich hatte so eine Zeit im Winter und dann bin ich einfach irgendwann entschlossen, morgens um 5 aus dem Bett, bin raus ins Freie und habe gesagt, Gott, ich bin da, mach irgendwas mit mir. Obwohl du keine Lust hast. Ah, null Lust. Aber einfach, ich will. Ich will Gott begegnen und ich muss deine Stimme hören. Ich brauche dich. So werden die Wüsten überschwemmt. Zuppi. Nehmen wir noch mal eine Stimme. Ja, in unserer Gruppe haben wir gesagt, das eine war so, bis man eine Veränderung spürt oder sieht, entweder in den Taten oder eben auch im Herz, dass man selber vom Anliegen zum Frieden kommt darüber. Und das andere ist so, ich habe es mal in einem Buch gelesen, einfach sehr ermutigend, dass jedes Gebet ist eigentlich wie, also jedes Gebetsanliegen ist wie ein Fass, wo Wasser fasst und manchmal ist ein Gebet 110 Liter, das es gerade füllt und dann ist es erledigt und schon vorbei und manchmal ist ein Gebet wie ein kleiner Tropfen und es braucht ganz, ganz, ganz viele kleine Tröpfchen von verschiedensten Menschen, aber
dass man halt vielleicht noch nicht Daten oder noch nicht Veränderung sieht, aber so ein bisschen wissen, hey, irgendwann kommt die Person und irgendwann kommt das Gebet, wo das letzte Tröpfchen ist und es fast zum Überlaufen bringen wird. Also gerade bei so Themen, ich habe Ihnen ein Beispiel gesagt, verfolgte Christen. Ich meine, da würde man sich auch fragen, ach, wieso hört es nicht auf? Yes. Das ist, und gleich müssen wir weiter beten, weil irgendwann wird das Fass überschwemmen. Ja. Sehr krass. Also es gibt einige Gebetsanliegen, die müssen wir beten, bis Jesus wiederkommt. Ja. Wow, danke vielmals für den Einblick. Zu dieser Frage, wie lange soll ich beten? Wie weiss ich, dass der Himmel in Bewegung ist? Und auch, soll ich flehen oder beten? Und schon ein bisschen vorgegriffen, wie kann ich im Geist beten? Erstens, das Gebet soll eine tägliche Routine sein. Ich sage jetzt extra das Wort Routine. Ich meine, die Woche hat 7 Tage. Jetzt kann es sein, dass vielleicht am Wochenende oder so das ein bisschen anders gestaltet ist. Aber das Gebet, Fürbitte, sollte einen täglichen Platz haben. Das ist ganz klar. In deinem Tagesablauf einen täglichen Platz. Und Jesus sagt das eben sehr, sehr gut in Matthäus 6. Bringt er es wieder mal voll auf den Punkt. Wenn du aber betest, geh in dein Kämmerlein und schließe deine Türe zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird es dir öffentlich vergelten. Das hat sehr, sehr viel mit wann, wo, wie lange triffst du den König. Weil dort, die sich erinnern, dort haben wir auch über die Burg geredet, die Burg Davids, oder? Weil es sagt, der Herr ist eine feste Burg. Und wenn du immer am gleichen Ort, zur gleichen Zeit im Geist kommst, go beten, dann weisst du, der Platz ist schon richtig eingeweiht. Und letztens war jemand bei uns zuhause, ist in mein Büro reingekommen, sind wir auf dem Sofa abgehockt und dort richtig, hast du gerade gesehen, ist gerade tack, ist gerade. Ich habe gesagt, das ist eben mein Gebetsort. Das ist genau dort, wo ich am Morgen knündle. Und die Person hat das gesehen und gespürt. Und das ist die Burg. Und das ist für mich natürlich super bequem, weil da komme ich rein und es ist schon angerichtet, oder? Und das ist Teil A. Dein Kämmerli. Du brauchst ein Kämmerli, wo der Vater, der im Verborgenen sieht, dich im Verborgenen trifft. Zwei Verborgene treffen sich. Ist doch ein schönes Bild, oder? Ganz wichtig. Sage ich nachher noch etwas dazu. Aber das Wann, wo, wie lange muss geklärt sein. Siehst du, wie wichtig dass das ist? Das Gebet im Verborgenen. Und dann kommen wir zu dem, was du gesagt hast, Sophie. Mega cool. Wir sollen dann auch im Geist jederzeit beten. Epheser 18. Epheser 6, Vers 18. Indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer für die Fürbitte mit allen Heiligen. Die beiden Positionen sind mega wichtig. Das Kämmerli. Das ist da dein Kämmerli. Ich mache jetzt hier eine Box. Gut, ich mache noch das Dach, dass es nicht so schlimm aussieht. Sonst meinst du, bist in einer Box. Aber das ist dein kleines Kämmerli da mit der Tür, oder? Und da gehst du rein und da sieht Gott dich, findet er dich im Gebet, oder? Da bist du am Beten. Und aus dem raus bist du nachher im Alltag, so natürlich, mit einem Lächeln. Und in dem Alltag rein ist nachher wirklich auch der Heilige Geist auf dir. Und du bist ständig connected mit Jesus. Aber das nimmt seinen Anfang im Kämmerli. Einverstanden? Ja. Da tust du die Leitung herstellen, da tust du die Connection herstellen und da trägst du es nachher raus. Und dann ist es wirklich so, dass du ein Anliegen, das du anfängst, das dir Gott aufs Herz gegeben hat, das trägst du durch den ganzen Tag durch, aber es ist der Heilige Geist, was macht. Und du betest da wahrscheinlich in Zungen, du betest im Geist und es ist etwas, das ganz besonders ist, weil es passiert in dir inne. Der Geist in dir betet weiter. Du gibst ihm da einen Anstoß und der betet den ganzen Tag in dir weiter. Und wenn du dann einmal eine Ruhephase hast, wenn du eine Pause hast, dann merkst du, ich bin am Beten. Sicher auch schon erlebt, oder? Das ist eigentlich der Normalzustand von uns Jüngers. Wenn unsere Beziehung wirklich auch healthy und gesund ist. Halleluja. Mega cool. Aus dem Eis, aus dem Kämmerli kommt die Verbundenheit. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange soll ich ein Anliegen vor Gott bewegen?
Und das ist auch gesagt worden. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, um ihre vielen Worte willen. Also, wie lange soll man beten? Man soll nicht unbedingt jetzt so ein Gebetsanliegen, wenn ich so eine Liste habe, dann geht es nicht darum, ich will das gerade anhand von dieser Liste zeigen, dass ich mit möglichst vielen Worten Gott das Anliegen schmackhaft mache. Dass ich so quasi ihn umwirb mit möglichst vielen Worten und Zeug und Sachen, woher, greif ein und du weißt es doch und jetzt und so weiter, oder? Da kannst du ja stundenlang beten. Was ist denn das Gegenteil von vielen Worten? Wenig Wort, oder? Gut, wenig Wort, jawohl. Ist denn das der Garant, dass du mit wenig Wort dann überkommst, weil Gott sagt, der ist gut, der belästigt mich nicht fest, dann gib es. Nein, das ist, es ist ja das vermeintliche Gegenteil. Nein, was meint er recht? Was ist echt das Gegenteil von vielen von Plappern? Es ist im Geist. Im Geist beten. Die Heiden, wie sie da beschrieben, oder die plappern, weil sie nicht den Heiligen Geist haben. Sie sind nicht connected, sie kennen das nicht. Daher müssen sie Gott überzeugen. Mit vielen Argumenten und vielen Worten und viel Schönen und weiss ich was alles. Und das sind die Gebete, die du nie hören willst, wenn du in einer Gebetszeit bist. Ich habe das jetzt selten gehört, aber früher, ich sage euch, traditionelle Gemeinden, eine Schlafstunde, Gebetsstunde, zum Einpennen. Weil jeder plappert sein Gebet oben ab und tut es noch wohl formulieren und es ist einfach schrecklich. Und du kannst auch nicht lange beten so. Also das geht gar nicht. Du schlafst wirklich ein. Oder wirst unangenehm für die anderen. Was ist denn der Schlüssel? Der Schlüssel ist im Geist beten. Und das ist auch nachher die Antwort, wenn ich etwas erhört, weil der Geist gibt dir ein Feedback, wenn es gut ist. Der Geist gibt dir das Feedback, wenn ein Anliegen genug bewegt ist. Und es gibt gewisse Anliegen, die sind nie abgeschlossen, wie du gesagt hast, Verfolgung zum Beispiel. Weil bis Jesus Christus zurückkommt, werden wir für unsere verfolgten Geschwister die müssen beten. Und da ist es der Geist Gottes, der uns drängt. Es gibt aber andere Anliegen, die abgeschlossen sind und man merkt es. Wenn man zum Beispiel, ich habe eine sehr schöne Erfahrung, ich bete zum Teil für Leute persönlich und ich habe die mit Namen. Und ich habe in dieser Zeit jetzt die Leute benannt vor Gott, einen nach dem anderen, so ein bisschen, oder? 1, 2, 3, 4, so seriell. Bis mir der Heilige Geist gesagt hat, schau, jetzt machst du es mal anders. Ich sehe dein Herz, ich weiß, was du willst. Jetzt bringst du jeden Tag eine Person ganz speziell vor mich. Und da habe ich das angefangen. Und dann bin ich im Thronsaal und habe die erste Person angehabt. Und dann einfach nur für die gebetet, oder? Und die anderen drei habe ich schon im Geist auch noch ein Auge drauf und gesagt, hoffentlich gilt es auch für die anderen. Aber das hat so eine Kraft gehabt, so eine Power, weil der Heilige Geist das so hat wollen. Und da habe ich ultimative Auswirkungen gespürt und gesehen durch das Gebet. Wie lange sollen wir beten, wie gesagt, bis der Heilige Geist sagt, es ist gut, es ist gesättigt. Und sehr oft werden dann so Anliegen eben in den Alltag hineingenommen und du bittest und flehst das durch. Macht euch die Antwort Sinn, die Person, die das gestellt hat? Wie lange soll man beten? Ist es beantwortet oder gibt es noch Ergänzung? Ergänzung? Mikrofon? Ich kann einfach dazu ein kleines Zeugnis noch schnell geben. Ich kann eben das mit Gott schon lange angeschaut, dass ich ab und zu so Filme auf YouTube geschaut habe und das sind keine schlechten Sachen, es sind einfach so Sportsachen oder so, die mich interessiert hat. Und Gott hat mir schon immer gesagt, dass das Zeitverschwendung ist und das ist mir auch bewusst gewesen und so. Und dann habe ich mal gefastet von dem und so, aber ich habe irgendwie nie so richtig den Dings gefunden, um das Ganze aufzuhören. Ich weiss auch nicht genau warum. Auf jeden Fall, wo jetzt das Thema gekommen ist mit Fürbit und so, oder habe ich erkannt, okay, ich will mehr Zeit investieren in die Fürbitte und habe das auch gemacht. Und dann haben sich bei mir mega viele Fronten geöffnet in der geistlichen Welt, wo ich im Gebet kämpfen musste. Also vor allem bei Jüngern von mir und so. Und besonders bei einem hat es wirklich in mir ausgelöst, dass ich erkannt habe, ich habe keine Zeit, um sie zu verschwenden. Ich habe keine Zeit, um so Filme zu schauen, weil ich muss beten. Und es hat wirklich jetzt so etwas in mir geändert, dass ich seitdem habe ich wirklich das... den Wunsch nicht mehr, oder wenn das kommt, wird mir einfach gerade bewusst, hey, ich habe gar keine Zeit, weil ich muss jetzt beten.
weil ich muss einstehen für meine Brüder, ich muss einstehen für... Und dann gibt es, eben wenn man dann überlegt, gibt es so viele Anliegen und so viel zu tun, in dem Sinne, so viel Kämpfe zum Kämpfen in der geistlichen Welt. Genau, einfach das kurz. Und seitdem tue ich meine Zeit jetzt anders investieren. Eben wie du sagst, wir haben alle gleich viel Zeit. Das ist der Hammer. Genau. Das ist ein erweckter Geist. Ja, mega schön. Ich möchte noch zwei Sachen reinbringen, bevor wir das landet, weil ich die Zeit heute abschliessen, dass wir das nächste Mal noch ins Vertrauen hineingehen können. Ich möchte euch, ich habe mir das vorgenommen, einfach ganz kurz zeigen, wie ich jetzt zuhause bete. Ich habe jetzt die Liste von der Ernte, oder? Und das hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Punkte drauf. Und ich mache jetzt eine Schnellversion. Aber was ich machen werde, ist, ich werde das Anliegen aufschnappen. Ich sage mir selber, Matthäus 9, 38, für Erntemitarbeiter. Oder darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Halleluja. Jetzt sage ich, Erntemitarbeiter, oh Vater, ich flehe dich an für Erntemitarbeiter. Und jetzt, wenn ich das so ausspreche, oder, dann sende ich gleichzeitig Signal zu meinem Geist. Kannst du das nachvollziehen? Ich sage es nicht da. Mal, ich sage es vielleicht da, weil ich es lese. Die erste Sekunde, ich sage es da. Vater, ich bitte dich für Erntemitarbeiter. Aber jetzt ist es schon im Geist angekommen. Und jetzt machen wir einen Ingrechelen lehren. Robochen lehren wir einen Ingrechelen lehren. Rechen lehren wir einen Ingrechelen lehren. Dären wir einen Ingrechelen lehren. Erntearbeiter, im Namen Jesus, setzen euch frei. Links, rechts, oben, unten, überall. Im Namen Jeshua. Halleluja. Also ich kann jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das könnt mitverfolgen. Es ist natürlich... Ich weiß nicht, ob das Beispiel jetzt funktioniert, aber für mich hat es jetzt funktioniert, oder? Ich habe ausgesprochen, Erntemitarbeiter, Befehl an Geist, Deck, und der hat nicht mehr warten können. Der wollte jetzt beten für das. Der ist jetzt, das ist das Röstli, das galoppiert, und in mir betet es jetzt für Erntemitarbeiter. Kannst du nachvollziehen? Das ist Beten im Geist, wie ich es erlebe, und ich glaube, das kann jeder. Du musst einfach connected sein im Geist, musst Sprachengebet haben, Anbetung kennen. Reines Leben ist klar. Das geht nicht, oder? Das geht nur, wenn dein Leben wirklich im Licht ist. Machen weiter, Halleluja. Für alle Menschen, steht da, 1. Timotheus 2, 1, mahne ich nun. Oh Vater, für alle Menschen, rechen, lehren Sie mir ein Ingrechen. Oh Vater, ich bitte für alle Menschen, ich bitte für die Regierung im Namen Jeshua. Ich bitte dich für Verantwortungsträger im Namen Jesus Christus. Ich bitte dich jetzt für meine Nachbarn, Herr, offene Türen bei den Nachbarn im Namen Jesus Christus. Vater, ich bitte dich für alle Menschen, ich gehe jetzt gerade weiter, ich bitte für die Rettung der Menschen. Welche will, dass alle Menschen gerettet werden. Vater, ich bitte dich um Erlösung. Heiliger Geist, greif du übernatürlich ein. Öffne du Türen. Fall du, Heiliger Geist. Fall du jetzt, Heiliger Geist. Bei meinen Nachbarn, überall her. Fall du, Heiliger Geist. Öffne du ihren Geist, dass sie dich erkennen. Im Namen Jesus. Für Zeichen und Wunder. Apostelgeschichte 4,29. Oh Vater, ich bitte dich um Zeichen und Wunder. Oh, lass mich deine Zeichen und Wunder sehen, Herr. Lass mich selber sehen, wie Zeichen und Wunder passieren. Rechen, lehren Sie mir ein Ingrechen lehren. Rechen, lehren Sie mir ein Ingrechen lehren. Für Krankenheilung. Apostelgeschichte 6,6. Oh Vater im Himmel, ich bitte dich für Krankenheilige. Lass du Kranke geheilt werden durch unsere Hände im Namen Jesus. Komm du mit deiner Salbung, lass du die Lahmen aufgehen, die aufstehen, die Blinden sehen im Namen Jeshua. Lehren Sie mir ein Ingrechel lehren. Rechel, lehren Sie mir ein Ingrechel. Oh, gib mir Glauben, gib mir Salbung zum Heilen, Herr. Flehe dich an, komm du mit deiner Kraft auf mich. Komm du mit deiner Macht auf mich, Herr. Für den Jakobus, dann für Totenauferweckung, Apostelgeschichte 49. Vater im Himmel, ich bitte dich um Totenauferweckung. Oh Herr, lass es geschehen vor unseren Augen, im Namen Jesus Christus. Tote sollen auferstehen. Oh Vater, ich weiß, das Wort sagt das. Tote sollen auferstehen, im Namen Jesus Christus. Empfangen vom Heiligen Geist. Oh Herr, erfüll mich mit dem Geist, Herr. Lass mich voll sein von dem Heiligen Geist. Lass die Church erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Fall du Heiliger Geist, erfüll du jede einzelne Person. Im Namen Jesus Christus. Für Vollmacht zur Befreiung von Dämonen. Halleluja. Bärchen, lehren Sie mir ein Ingrechen. Im Namen Jesus. Oh Vater, gib Vollmacht, Herr. Gib mir Vollmacht. Gib den Geschwistern die Vollmacht. Dass Dämonen müssen gehen im Namen Jesus. Dass Menschen frei werden im Namen Jesus Christus. Dass gespaltene Personen zusammenkommen, Herr. Im Namen Jesus. All die dämonischen Mächte, Herr. All die psychisch Kranken gesund werden. Dämonen müssen gehen im Namen Jesus. Oh, gib uns Autorität und Macht, wie es du gehabt hast, Herr. Amen.
Für Freimut in der Verkündigung vom Evangelium. Halleluja! Oh Herr, mach mich mutig, Herr. Ich will dein Evangelium verkündigen, Jesus. Ich will es jetzt verkündigen, ich will es heute verkündigen, Herr. Gib mir offene Türen. Halleluja. Für offene Türen für das Evangelium. Halleluja. Oh Vater, öffne du mir die Türen, Herr. Gib mir das richtige Wort zur richtigen Zeit. Ich soll das Evangelium hineinlegen. Im Namen Jesus Christus. Offene Türen. Überall, wo ich bin, wo ich gehe. Im Dorf, da in der Church, in Zürich auch. Der Langstrasse, offene Türen, Herr. Dass ich das Evangelium kann verkündigen kann. Dass angenommen wird, der Samen aufgeht. Im Namen Jesus Christus. Halleluja. Anliegen unbekannt, Römer 8, 26. Halleluja. Mehr erreichen, lernen Sie mir ein Inger, ich helle lehren. Lernen Sie mir ein Inger, ich helle lehren. Reben, lernen Sie mir ein Inger, ich helle lehren. Amen. Amen. Habt ihr jetzt das Gefühl gehabt, dass so eine Gebetssession etwas bewirkt? Ja. Gell? Hat Kraft, oder? Hat jetzt nicht so lange Zeit gebraucht, vielleicht 5 Minuten. Aber ich konnte jedes einzelne Anliegen durchgehen, indem ich es im Geist aufgenommen habe. Und das habe ich dir als Beispiel gegeben. Einige kennen das, andere fangen das an. Du musst einen Ort haben, wo du frei bist zum Beten. Amen. Amen. Halleluja. So cool habt ihr mitgemacht. Danke. Ich habe nicht gewusst, wie das rauskommt. Also, kommen wir zum Schluss. Habt ihr? Ist gar noch etwas gewesen? Ja, ich kann etwas sagen. Warte, kommst du als Mic rüber? Boom. Also Gebet im Kämmerli, das hat mich so über lange Zeit eigentlich richtig genervt, weil das ist manchmal ein Ding der Unmöglichkeit. Und Gott hat das so in Liebe eingepackt, dass oft Gott sehr deutlich mit mir redet, während ich Staub sauge. Das ist gewaltig und auch das, was du sagst, er sagt ganz klar, und wenn ich es tue, es ist wuchtig. Mega und schön. Wo du vorher geredet hast, mein Geist hat agiert. Halleluja. Hat der Geist gerade, ist der Geist gerade übergekommen. Und das ist ja auch bei Maria und ihrer Cousine passiert. Elisabeth, oder? Der Geist hat gerade angefangen. Und so kommen wir ins Gebet. Und ich weiss, sie haben das aufgeschnappt und machen das. Und das ist powerful. Jetzt möchte ich in die Sendung hineingehen. Ich weiss, es ist ein bisschen viel. Also, jetzt setz diese Woche die notwendige Zeit für das Gebet frei. Setz es frei. Jeder weiß es selber. Niemand muss dem anderen sagen, wie er es machen muss. Wann, wo, wie lange triffst du den König? Gott ist so kreativ. Ich habe euch anfangs von der Summer Break gesagt, dass ich plötzlich zur Nacht verwachen bin. Und wenn ich zur Nacht verwachen bin, am 4 oder so, dann habe ich Angst bekommen, dass ich Kraft nicht habe für den neuen Tag. Und das war dann nicht so eine Freude gewesen. Und plötzlich komme ich den Impuls überstehen auf und nimm dir die Zeit, geh jetzt in die Zeit mit Gott in den Hammer. Und das habe ich jetzt in der Ferien, wo ich natürlich nachher sogar noch mal schlafen konnte, hat mir Gott oft den Tag ein bisschen umbauen, bin ich vielleicht am 4 Uhr verwacht, habe eine fette Zeit mit Jesus, den Sternenhimmel anschauen, den ich sonst nie gesehen habe. Und habe nachher noch mal eintauchen. Und wenn ich dann zum Beispiel um 8, halb 9 angefangen habe, irgendetwas zu machen, dann habe ich das Gefühl, der Tag ist schon, auf meiner Seite. Es war so eine spannende Erfahrung gewesen. Und das ist jetzt für mich persönlich, aber ich weiss, dass Gott auch für dich Lösungen hat. Wie er dich kann ins Verborgene reinholen. Und bitte, 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 lauf jetzt nicht raus, lauf nicht raus und lass das nicht jetzt einfach eine Botschaft sein, sondern frag den Herr und er weiss. Und setz die Zeit frei, weil du hast 24 Stunden bekommen. Halleluja. Und da empfehle ich natürlich bestimmt eine Person von der Rechenschaft, wo du weißt, wo sie weiss, wie du unterwegs bist, wo du Freude und Leid kannst teilen, weil es ist nicht immer einfach, die persönliche Zeit mit Gott ist und kämpft. Also das ist bei allen so. Aber eine Rechenschaftsperson, wo ihnen zusammen sagt und redet und einander motiviert, hilft mega. Und was ich dir auch schon mitgeben als Auftrag, fang an, Sachen jetzt im Geist zu bewegen. Ich werde das nächste Sonntag noch tiefer anschauen, was es heisst, im Namen Jesus beten. Aber ein bisschen haben wir heute schon zusammen erlebt. Halleluja. Also ich danke euch für eure lange Atemaufmerksamkeit. Halleluja. Es ist ja erst 20 vor 1, Sie haben jetzt nur eine Stunde zugelassen. Das ist ja alles gar nichts, aber ich hoffe, der Geist ist erweckt worden. Halleluja. Wem sein Geist hat Leben empfangen? Ja, erwecklicher Geist. Halleluja. Halleluja.